dann die erste Nummer heute. Wer hat die 5 bestellt? Die habe ich bestellt. Super. Guten dir. Vielen Dank. Hallo ihr Lieben. Du hast da was auf die 10. Sind wir schon? Was? Lippenstift. Lippenstift. Oh. Die Kamera. Ach so. Die Kamera. Hallo ihr Lieben und live, und herzlich willkommen zu Käthes Tutorials in allen Lebenslagen. Also Leute, ich muss euch sagen, ihr wisst ja, sonst mache ich ganz andere Sachen. Aber nachdem ich ja diese eine Zeitschrift gepostet habe, Käthe, was ist denn Beschränkung? Ja, das heißt doch Verschränkung. Fair, was ist Verschränkung? Ja. Und dann dachte ich, das kann die Käthe auch erklären. Das nehme ich gar nicht so schwer. Und natürlich wisst ihr, Augen-Make-up ist meins. Und deshalb heute Verschränkung mit Augen. Das ist ganz einfach. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so, also kein Schlecht. Ja, aber das kann man ja trotzdem nehmen. Ja. Leute, lasst euch nicht ablenken. Also, ganz einfach, wenn man eines Auge, also ich habe die extra unterschiedlich gemacht, dass ihr auch den Unterschied erkennen könnt hier, grün und rot. Also wenn ihr mit dem einen Auge nach links geht, folgt das andere Auge auch. Und somit kann nur das eine machen, was das andere auch macht. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Verschränkung, Käthe. Ja gut. Ja, Verschränkung ist vielleicht... Und wenn du schielst, bist du doppelt beschränkt, oder was? Ja, natürlich kann ich auch schielen, aber die gehen auch beide nach innen. Ja, also weißt du, das musst du Katrin machen lassen. Vielleicht macht das auch einfach die Katrin. Ja, ich glaube, das ist... Ja, ich weiß, die kann das besser erklären. Also, falls euch trotzdem gefallen hat, liked mich. In der Endcard steht noch mehr über mich. Fun Fact, wusstet ihr, dass ein Auge ungefähr 7,5 Gramm wiegt und das so viel wie so eine 50-Cent-Münze ist? Nur so am Rande. Aber wir wollen ja was über die Verschränkung lernen. Dazu gibt es eine schöne Definition. Und zwar ein Zustand Rho eines Gesamtsystems mit den Teilsystemen A und B heißt separabel, wenn das Teilsystem, wenn wir Zustände der Teilsysteme haben, nämlich A und B, also Rho IA und Rho BA und positive Zahlen, die in der Summe dann 1 ergeben. Und definitionsgemäß muss dann Rho gleich die Summe über PI und Rho IA tensoriert mit Rho IB sein. Ansonsten ist das System verschränkt. Eigentlich ganz einfach, wer jetzt nichts damit anfangen kann, nicht so schlimm. Denn Käthe hat ja schon angefangen, ein bisschen was zu erklären mit den Augen. Wollen wir das mal genauer unter die Lupe nehmen. Also, wenn wir zwei verschränkte Teilchen haben, interagieren die über eine weitere Distanz. Da sieht man schon, mit den Augen ist es ein bisschen schwierig, wenn ihr versucht, eure Augen so über eine weitere Distanz interagieren zu lassen, ist das Gesamtsystem vielleicht kaputt und dann auch die Verschränkung. Das andere ist, dass wenn man den Zustand eines Teilchens misst, also zum Beispiel eines Auges, man fast instantan weiß, welchen Zustand das andere Auge hat. Also wenn ich das rechte Auge verdecke und nach rechts gucke, gehe ich davon aus, dass das rechte Auge auch nach rechts guckt. Aber da war nämlich noch das mit dem Schielen, also es ist nicht so ganz bestimmt. Aber eigentlich ist das Auge trotzdem nicht ganz schlecht, weil es kann ja auch alle Zustände dazwischen einnehmen. Also ich kann nicht nur rechts und links schauen, sondern auch oben, unten, schräg nach oben und so weiter. Aber als Mensch tut man sich da meistens ein bisschen schwer mit, deshalb mag man lieber so Nullen und Einsen oder Kopf oder Zahl bei einer Münze. Und deshalb habe ich noch so ein kleines Beispiel aus der makroskopischen Welt mitgebracht, um mal zu zeigen, wie auch Verschränkung sein kann, ganz grob. Und dazu schauen wir uns mal das Experiment hier an. Hier ist ein Stabmagnet und Magnete sind Dipole. Das heißt, sie haben einen Südpol, der ist grün
und einen Nordpol, der ist hier rot. Und dieser Magnet ist jetzt so gelagert, dass er sich um eine Achse drehen kann, wie man sieht. Und wenn man jetzt einen zweiten Magneten hinzufügt, sieht man schon, die richten sich aus zueinander. Und wenn ich jetzt den einen Magnet drehe, dreht sich der andere entsprechend auch. Und wie bei einem verschränkten System es auch wichtig ist, wenn man das eine System nicht zieht und das andere dreht, weiß man aber instantan, wie das andere System aussieht. Das kann ich jetzt nicht nur mit zwei Magneten machen, sondern auch mit drei und vier. Sodass ich jetzt ein kleines verschränktes System habe von vier Quantenbits und praktisch fast schon einen Quantencomputer habe mit vier super verschränkten Quantenbits. Und diese Quantenbits, die sind jetzt rot und grün und das erinnert mich irgendwie an meine Pizza und ich habe Hunger, also zurück zu meiner Pizza.